Es war einmal ein Land. Das größte der Welt. Ein Imperium. Es hieß Sowjetunion. Kurz vor seinem 70. Geburtstag verschwand es von der Landkarte. Wir sind überall. Überall auf der Erde leuchtet ein Stern. So heißt es in einem sozialistischen Pionierlied. Ende der 90er Jahre leuchtet der Stern nicht mehr. Knapp ein Jahrzehnt nach dem Zerfall des Sowjetimperiums gehen die Teilrepubliken der alten Union eigene Wege. Die baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen haben Moskau entschlossen den Rücken gekehrt, sind auf dem Weg zur Mitgliedschaft in EU und NATO. Die anderen Nachfolgestaaten werden von Moskau gerne als nahes Ausland bezeichnet. Dahinter steckt nichts anderes als der Wunsch, dass sie irgendwie doch noch zu Russland gehören. Dabei schauen viele von ihnen ebenfalls längst gen Westen. Der erhoffte wirtschaftliche Aufschwung blieb in den meisten der nun unabhängigen Staaten aus. In Russland sind die Reformen zu einem großen Teil gescheitert. Wenigen Reichen stehen viele Arme gegenüber. Nicht nur die soziale Spaltung erschüttert die Gesellschaft. Früher haben wir hier gewohnt. Hier war ein Wohnhaus. Hier unter diesem Baum stand ein Tisch und die Männer spielten immer Domino. Die Fenster meiner Wohnung zeigten direkt auf diese Kreuzung. Ich muss jetzt weinen. Wir alle waren sehr befreundet und hatten ein gutes Miteinander. Unsere Kinder wuchsen hier auf. Und plötzlich brach über unser Haus dieses Unglück herein. 25 Jahre war dieses Haus Tatjana Bulatovas Lebensmittelpunkt. Gorjanowstraße, Wohnkomplex Nummer 19, Moskau. Es war der 8. September und es war warm an diesem Tag. Ich kam spät nach Hause. Hier waren noch mein Sohn, die Schwiegertochter und die vierjährige Enkelin. Alle schliefen. Und plötzlich gab es eine solche Explosion. Alle Fensterscheiben flogen heraus, auch die Türen. In der Nacht vom 8. auf den 9. September 1999 zerstört eine 400-Kilo-Bombe den kompletten mittleren Teil des neunstöckigen Wohnhauses. Die Detonation der Sprengladung ist so heftig, dass weggeschleuderte Stahlbetonplatten Löcher in die Nachbarhäuser reißen. 94 Bewohner sterben. Mehr als 150 werden verletzt. Mein Sohn schrie, Mama, geh nicht hinaus. Unsere halbe Wohnung ist weg. Mama, geh nicht hinaus. Ich wohnte ja am dritten Stock und die ganzen Trümmer lagen vor unseren Füßen. Über uns hörte ich Schreie, Jammern. Von unten kam ein Stöhnen. Retten Sie uns, helfen Sie, retten Sie wenigstens das Kind. Auf die Stelle des gesprengten Hauses werden rasch neue, noch höhere Wohntürme gebaut. Die Trümmer des Anschlags sind schnell beseitigt. Der Schmerz bleibt. Die Menschen waren überwältigt von ihrer Trauer. Sie kamen hierher und weinten. Erst haben wir ein Kreuz aufgestellt, einen Stein. Dann hat das Volk den Wunsch geäußert, an dieser Stelle eine Kirche zu errichten. Alle Besucher, die hierher kommen, empfinden etwas Besonderes, besondere Freude und Gnade. Jeden Tag gibt es hier Gottesdienste. Jeden Tag wird für die orthodoxen Christen gebetet, die unschuldig getötet wurden. Der Anschlag auf das Wohnhaus im Südosten Moskaus ist nur einer von vielen. Von Ende August bis Mitte September sterben mehr als 300 Menschen. Der Terror versetzt das gesamte Land in Ausnahmezustand. Jetzt kann es scheinbar jeden treffen. Für die Bevölkerung ein neuer Tiefpunkt. An das Fehlen politischer Stabilität nach dem Ende der Sowjetunion
An die wirtschaftliche Misere hatten die Russen sich gewöhnt. Jetzt haben sie Angst um ihr Leben. In Moskau herrschte eine wahnsinnige Angst nach den Anschlägen. Aus Verzweiflung wurde vor jedem Hauseingang ein Soldat postiert. Neben meinem Haus saß auch einer dieser Jungen. Es war klar, dass er uns vor keiner Explosion schützen können würde, aber das war der verzweifelte Versuch, die Bevölkerung zu beruhigen. Der unabhängige Journalist Andrei Soldatov betreibt seit dem Jahr 2000 eine investigative Webseite. Die Stimmung in Moskau hat sich dramatisch verschlechtert. Die Leute sagten, dass der Westen sie belogen hat. Uns war versprochen worden, dass wir im Reichtum leben würden, wenn wir demokratischen Werten folgen, Englisch lernen und nach westlichen Regeln arbeiten. Wir haben das gemacht. Und dann kam die Krise. Es war zu sehen, dass die liberale und intelligente Atmosphäre, die in den Massenmedien der 90er Jahre vorherrschte, vorbei war. Die Menschen wollten einfache und klare Lösungen. Wenn dich jemand angreift, musst du kämpfen. Die Menschen wollten einen starken Führer. Boris Jelzin, der einstige Hoffnungsträger, ist kein starker Führer mehr. Er ist abhängig von einer kleinen Gruppe von Oligarchen. Nur durch ihre finanzielle Unterstützung wurde er überhaupt wiedergewählt. Geld regiert die Welt in Russland. Am 9. August 1999 schlägt Jelzin einen neuen Ministerpräsidenten vor, den Direktor des russischen Geheimdienstes, einen Mann namens Putin. Sein Bekanntheitsgrad lag bei 0,2 bis 0,3%. Das heißt, er war praktisch unbekannt. Eine Schattenfigur. Lev Gutkov leitet das größte unabhängige Meinungsforschungsinstitut Russlands, das Levada-Zentrum. Nach den Explosionen, als Panik und Angst im Land herrschten, ist er als ein Führer aufgetreten, der die Sprache der einfachen Menschen spricht. Genauer gesagt, einen Jargon. Die Sprache der Kriminellen. Prompt wurde er von einem breiten Teil der Bevölkerung als einer von ihnen angesehen. Nicht als Reformer, Liberaler oder Intellektueller, sondern jemand aus dem Volk. Und das hat seine Popularität schlagartig wachsen lassen. Für Putin steht fest, wer hinter dem Terror steckt. Kämpfer aus Tschetschenien. Seit der Auflösung der Sowjetunion kämpft die russische Teilrepublik im Kaukasus um ihre Unabhängigkeit. Die Region ist ein permanenter Krisenherd, einer von vielen, die Russland destabilisieren. Sie waren nicht in der Lage, die militärisch ausgerüsteten Gruppen, die damals in Tschetschenien existierten, zu kontrollieren. Putin will die Verbreitung des Terrors und die zunehmende Radikalisierung im Kaukasus endlich stoppen. Am 1. Oktober 1999 gibt er den Befehl zu sogenannten Anti-Terror-Aktionen. Der zweite Tschetschenienkrieg beginnt. Nach der schmachvollen Niederlage im ersten Tschetschenienkrieg gelingt es dieses Mal, die Bergrepublik in kurzer Zeit einzunehmen. Aber von einem absoluten Sieg Russlands über die Separatisten kann nicht die Rede sein. Denn die ehemaligen Rebellen stellen heute die Regierungsmacht in Tschetschenien. Von entscheidender Bedeutung für den russischen Erfolg ist dieser Mann, Ahmad Kadyrov. Im ersten Tschetschenienkrieg hat er noch gegen Russland gekämpft. Als höchster islamischer Rechtsgelehrter rief er zum Dschihad auf, zum Heiligen Krieg. Im Jahr 2000 wechselt Russlands Staatsfeind Nummer 1 die Fronten.
Ahmad Kadyrov kam zu dem Schluss, dass es besser sei, mit Russland zu verhandeln, als unter den Druck eines islamischen Gottesstaates zu geraten. Er schlug sich auf die Seite Russlands und wurde von Putin als Oberhaupt der Administration eingesetzt. Bei den Wahlen im Oktober 2003 wird Kadyrov zum Präsidenten gewählt. Kaum an der Macht schließt er einen Deal mit Moskau. Putins Lockmittel? Tschetschenien bleibt autonom, innerhalb Russlands. Der Preis? Ruhe und Stabilität in der Kaukasusrepublik. So sehen zwei Sieger aus. Diese Wahl bestätigt, wie flexibel der Kreml und Putin mit ihrer Politik waren. Es gab keinen Dogmatismus dabei. Man war bereit, alle Ereignisse der Vergangenheit zu vergessen, um eine friedliche Zukunft aufzubauen. Putin braucht Ruhe in den Außenbezirken Russlands. Mit Milliardensummen fördert er den Wiederaufbau Tschetscheniens. Auf Weißrussland, Belarus, schaut Russland mit besonderem Interesse. Belarus ist Russlands Pufferzone zum Westen. Auch Belarus steckt in einer wirtschaftlichen Krise. Die ersten Reformversuche kannten nur wenige Gewinner. Eine kleine Gruppe von Leuten, die von den Reformen profitierte, begann das politische Leben zu dominieren. Das System der Oligarchen hat unter der Bevölkerung Politikverdrossenheit ausgelöst. Enttäuschung über die Marktwirtschaft und die Demokratie. Valery Kabalevich ist Chefredakteur der Zeitschrift Bürgeralternative und einer der wenigen regierungskritischen Journalisten des Landes. Das hat zu einem großen Verlangen nach einer starken Hand, einer starken Macht geführt. Zum Verlangen nach einer Diktatur. Ein klassisches Beispiel ist der belarussische Präsident Alexander Lukaschenka. Вдруг не получится, а вдруг я где-то споткнусь, а вдруг я не смогу что-то сделать. Lukaschenka ist ganz Kind des alten Systems. Er war treuer Parteigenosse, Offizier und Direktor einer Genossenschaft. Lukaschenka will Unabhängigkeit, weiß aber um die wirtschaftliche Abhängigkeit von Moskau. Er lehnt die Privatisierung ab und hält am Staatseigentum fest. Dabei zeigt er mit dem Finger auf Russland und die Ukraine und fragt, wollt ihr, dass das Eigentum in die Hände von Oligarchen fällt und dem Rest der Bevölkerung bleibt nichts? Die Mehrheit der Belarussen antwortet, nein, das wollen wir nicht. Früher war besser. Mit dieser Botschaft überzeugt er bei den Präsidentenwahlen 1994 die Mehrheit der Belarussen. Heute ist Belarus unter dem Lukaschenka-Regime ein sowjetischer Sumpf, in dem das Regime zusammen mit seinen Ideengebern ertrinkt. Der belarussische Schriftsteller Wladimir Nikolajew zählt zu den wenigen politischen Aktivisten im Land. Nicht einen Schritt in Richtung Demokratisierung hat unsere Gesellschaft gemacht. Und es gab weder wirtschaftliche noch politische Reformen. Stattdessen fing er an, die Realität durch Märchen zu ersetzen. Während des Aufbaus dieser Märchenwelt hat sich Lukaschenka keine Gedanken darüber gemacht, was die Menschen denn in diesen Märchen essen sollen. In Wahrheit hat Belarus nichts von einem sozialistischen Paradies. Das soziale Modell, das Alexander Lukaschenka aufgebaut hat, befindet sich in einer schweren wirtschaftlichen Krise. Belarus stagniert. Wladimir Putin wird populär. Seine markigen Worte und sein robustes Durchgreifen im Zweiten Tschetschenienkrieg kommen bei der verunsicherten russischen Bevölkerung an. Nach Boris Jelzins Rücktritt wird er als Präsident der Russischen Föderation vereidigt.
берегите Россию. Именно в этом я вижу свою главную президентскую обязанность. Владimir Putins Ziel? Ein starkes Russland. Der Wiederaufstieg des Imperiums. Er sorgt für Stabilität im Land. Und für eine neue Elite, denn mit ihm kommt der Geheimdienst FSB an die Macht. Russland hat kein System für einen normalen Elitenwechsel. Jeder neue Präsident kann sich nur mit Menschen umgeben, die er persönlich kennt. Das hat Gorbatschow so gemacht, Jelzin so gemacht und auch Putin. Da er aus St. Petersburg den FSB gut kannte, hat er fast den gesamten Apparat mit nach Moskau genommen und ihm alle wichtigen Posten gegeben. Die russische Demokratie ist eine erzwungene Demokratie. Die politische Polizei, die Armee, die Strafverfolgungsbehörden, sogar das Justizsystem sind nahezu unverändert geblieben. Die Schilder wurden geändert. Aber im Großen und Ganzen sind das Strukturen, die von der Gesellschaft nicht kontrolliert werden. Diese Strukturen existieren im Grunde weiter wie zu Sowjetzeiten. In welchem Zustand sie sind, erfährt Putin schon kurz nach seinem Machtantritt. Die einst so ruhmreiche Armee, eine der tragenden Säulen der alten Sowjetunion, ein Sanierungsfall. Bei der Armee bekommen wir finanzielle Zulagen, aber sogar die wurden über mehrere Monate nicht ausgezahlt. Können Sie sich einen Atom-U-Boot-Kommandanten vorstellen, der weniger als ein Busfahrer verdient? Das U-Boot Kursk ist als Folge dieser Vernachlässigung untergegangen. Oleg Lazarev war selbst U-Boot-Kommandant. Nach seinem aktiven Dienst gehört er der Kommission an, die den Untergang der Kursk untersucht. Das Personal war nicht ausreichend ausgebildet. Es fehlte eine logistische Basis. Das alles zusammenführte zu dieser Katastrophe. 12. August 2000. Bei einem Manöver in der Barentssee kommt es zu einer Explosion im Atom-U-Boot Kursk. Vermutlich ausgelöst von einem defekten Torpedo. Erst nach langem Zögern nimmt der Marinestab die Hilfe norwegischer Rettungstaucher an. Die Russen haben keine Technik, um ihr eigenes U-Boot zu erreichen. Wir sagten den höchsten Stellen, dass es unmöglich sei, sie zu retten. Aber die Chefs, der Oberbefehlshaber, der Präsident, sie glaubten an ein Wunder. Das Wunder bleibt aus. Als die norwegischen Taucher das U-Boot erreichen, ist es zu spät. Die 118 Besatzungsmitglieder der Kursk hatten keine Überlebenschance. Der psychische Zustand war sehr schlecht. Besonders bei Verwandten, Ehefrauen und Kindern, die noch hofften, dass ihre Angehörigen gerettet werden könnten. Alle haben sehr gut verstanden, dass sich eine Jahrhundertkatastrophe ereignet hat. Eine Katastrophe mit Symbolcharakter. Mit der Kursk war der Stolz eines ganzen Staates gesunken. Georgien war in der Sowjetunion berühmt für seine Landwirtschaft. Und als Heimat Stalins natürlich. Seit der Unabhängigkeitserklärung am 9. April 1991 geht es wirtschaftlich bergab mit Georgien. Die Bevölkerung ist verarmt. Geschäfte werden trotzdem gemacht. Derzeit besitze ich in Tiflis die größte und beliebteste Firma für Kauf, Verkauf und Vermietung von Immobilien, die Erdo-Gruppe. Diese Tätigkeit war in der Sowjetunion verboten. Dafür konnte man sogar im Gefängnis landen. Guram Palavandishvili war einer der ersten Immobilienmakler in Tiflis. Es gab keine Elektrizität, kein Wasser und große soziale Not. Die Leute haben die Hoffnung trotzdem nicht aufgegeben. Wer ein gutes Haus hatte, verkaufte es und erwarb etwas Kleineres, in der Hoffnung, dass die Not bald vorbei sei und etwas Neues anfangen würde.
Damals gab es keine Büros. Die Leute, die Wohnungen verkaufen, kaufen oder vermieten wollten, standen mit selbstgeschriebenen Schildern auf der Straße. In dieser Zeit haben wir unsere Firma gegründet. Es herrschte praktisch Chaos im Land. In den staatlichen Strukturen gab es eine sehr ernste Korruption, die eine nationale Gefahr für das Land darstellte. Nino Burtschanadze wird im November 2001 als erste Frau in der Geschichte Georgiens Parlamentspräsidentin. Seit Mitte der 90er Jahre ist Eduard Schewardnadze Präsident von Georgien. In der späten Sowjetunion war er mit Michail Gorbatschow ein Hoffnungsträger des Aufbruchs. Als sowjetischer Außenminister hatte er die deutsche Einheit und die Neugestaltung Europas ermöglicht. Seine Versuche, Georgien zu demokratisieren und junge Exilgeorgier ins Land zurückzuholen, haben nur mäßigen Erfolg. Die letzten Regierungsjahre von Schewardnadze waren sehr ineffektiv. Ich versuchte wirklich viel, dem Präsidenten zu erklären, vor welchen Schwierigkeiten das Land stand. Aber leider war der Einfluss seiner Umgebung viel stärker als meine Worte. Im Land entstand eine klassische revolutionäre Situation, in der die Herrschenden nicht mehr wie bisher regieren konnten und die Leute nicht mehr so wie bisher leben wollten. Auch die Ukraine, die ehemalige Kornkammer der Sowjetunion, leidet noch unter den Folgen der Loslösung von der UdSSR. Die schrittweise Privatisierung der Wirtschaft verläuft planlos und halbherzig. Präsident Kutschma verhandelt sowohl mit Russland als auch mit dem Westen. Wie Boris Jelzin hält auch er sich nur dank der finanziellen Hilfe einiger Oligarchen an der Macht. 2001 werden Tonbandaufnahmen veröffentlicht, die nahelegen, dass Kutschma zum Mord an einem Journalisten anstiftete. Auf den Tonbändern ist neben anderen die Stimme von Präsident Kutschma zu hören. Er gibt den Auftrag, Georgi Gongadze, einen scharfen Kritiker der Regierung, zum Schweigen zu bringen. Ich habe darum gebeten, eine Analyse der Aufnahmen aus dem Büro des Präsidenten durchzuführen. Sind die Gespräche echt oder sind sie eine bloße Fälschung? Mich musste man nicht davon überzeugen, denn ich habe gehört, wer da gesprochen hat und was gesagt wurde. Doch kann man es so beweisen? Alexander Moros war fast 20 Jahre lang Vorsitzender der Sozialistischen Partei der Ukraine und mehrfach Präsident des Parlaments. Sie sagten, dass alles richtig sei. Erst dann ging ich auf die Tribüne im Parlament. Ich habe lediglich 8 Fragmente von dem veröffentlicht, was unmittelbar mit der Tragödie um Gongadze im Zusammenhang stand. 2 Monate nach seinem Verschwinden wird die enthauptete Leiche von Georgi Gongadze gefunden. Der Skandal sorgt für einen Aufschrei in der ukrainischen Gesellschaft und löst eine Massenbewegung gegen den Präsidenten aus. Damals begann die Aktion Ukraine ohne Kutschma, die wir organisierten. Er wollte ein drittes Mal Präsident werden. Doch Präsident Kutschma bleibt an der Macht. Die Misstrauensanträge der Opposition scheitern. Moskau. Seit Putin regiert, gehören Proteste gegen die Staatsführung der Vergangenheit an. Russland ist wirtschaftlich und politisch stabil. Doch die Ruhe ist trügerisch. Denn völlig unerwartet rückt das tschetschenische Problem wieder ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Erneut versuchen Rebellen, die Unabhängigkeit Tschetscheniens gewaltsam durchzusetzen. In einem Moskauer Theater. Das Musical Nordost ist meiner Ansicht nach eines der besten Musicals, die es in Russland je gab. Ich spielte Michael Ramaschow, einen fiesen Jungen. Seit er 12 ist, steht Michail Filippow als Schauspieler auf der Bühne.
Am 23. Oktober 2002 stürmen 40 bis 50 tschetschenische Separatisten während einer Vorstellung des Musicals Nordost das Dubrovka-Theater und nehmen 850 Zuschauer als Geiseln. Da tauchen plötzlich die Terroristen auf und verjagen unsere Piloten von der Bühne. Ja, ich erinnere mich an diesen Mann. Er stand bei uns. Als der zweite Akt begann, kam ein Mensch mit Maschinengewehr herein. Er sagte, geht alle in den Saal. Ich dachte zuerst, das sei irgendein Witz. Dann haben sie uns aufgeteilt und gesagt, wir lassen euch nicht eher gehen, bis die russischen Truppen aus Tschetschenien abgezogen werden. Im Erdgeschoss war eine Bombe und im Zwischengeschoss neben uns. Zum ersten Mal sind auch sogenannte schwarze Witwen an einer Terroraktion beteiligt. Frauen, die ihre Männer im Tschetschenienkrieg verloren haben. Sie zwingen die Geiseln, auf ihren Plätzen zu bleiben. Es gibt kein Essen. Der Orchestergraben dient als Toilette. Sie sagten, dass ihre Kinder bereits mit 12 Jahren im Gefängnis saßen und erklärten uns, ihr seid keine Kinder mehr, ihr seid schon Jugendliche. Das Warten, die Angst vor dem Ungewissen. Es ist nicht klar, womit das alles endet. Und dann die Vorahnung, dass das Gebäude gestürmt wird. Die Erwartung, dass wieder geschossen wird. Nach 2,5 Tagen wird durch das Ventilationssystem des Theaters ein unbekanntes Gasgemisch in den Saal gepumpt. Russische Spezialeinheiten stürmen das Theater und erschießen die betäubten Terroristen. Das Dubrovka-Theater befindet sich in einem Wohngebiet. Wir saßen in einer der Wohnungen und haben die Erstürmung aus 50 Metern Entfernung beobachtet. Bei uns lief der Fernseher und wir verglichen die offiziellen Nachrichten mit dem, was wir sahen. Das, was wir in jener Nacht sahen, hat uns entsetzt. In den Medien wurde berichtet, dass es keine Opfer gibt. Wir sahen aber, wie die Körper herausgetragen und genau vor unserem Haus aufgereiht wurden. Wir sahen, wie diese Reihe wuchs und länger wurde. Dann kam das Schrecklichste. Die Mitarbeiter des Geheimdienstes hatten angefangen, auf diese Reihe eine weitere Reihe zu schichten. Da haben wir verstanden, dass diese Menschen nicht mehr im Leben waren. Das war ein Albtraum, der absolute Horror. Bei der Erstürmung des Theaters kommen 130 Geiseln ums Leben. Fast alle sterben durch das eingeleitete Nervengas. Die Moskauer Ärzte kennen dessen Zusammensetzung nicht. Sie finden kein Gegenmittel. Trotzdem wird die Befreiung in den russischen Medien als Sieg dargestellt. Einen Tag vor der Veröffentlichung der Reportage erschienen Mitarbeiter des Geheimdienstes FSB. Sie haben den Server und meinen Computer mitgenommen und alles durchsucht und mich zum Verhör geladen, um die Publikation zu verhindern. Mir wurde gesagt, hören Sie auf, über Nordost zu schreiben und das Verfahren gegen Sie wird eingestellt. Das war Erpressung. Das war sehr, sehr, sehr unangenehm. Das Recht auf Redefreiheit wurde in Russland so ganz unauffällig zerstört. Wladimir Putin regiert kompromisslos. Antiterrormaßnahmen, die Einschränkung der Pressefreiheit. Auch mit den milliardenschweren Oligarchen, die im Rahmen der Privatisierungen zu mächtigen Medienbesitzern wurden, hat er Pläne. Besser gesagt, er hat Pläne ohne sie. Er lädt sie in den Kreml ein. Unter Jelzin regierten sie hier quasi mit. Putin macht dem ein Ende. Er hat grundlegend neue Spielregeln eingeführt. Die Macht der Oligarchen wurde eingeschränkt. Die politischen Auffassungen des rechtsnationalen Politikwissenschaftlers Alexander Dugin sind umstritten. Doch sein Denken ist im Kreml hoffähig geworden. Den Oligarchen wurde verboten, eigene Fraktionen in der Staatsduma zu bilden oder politische Aktivitäten zu finanzieren oder Massenmedien für sich zu vereinnahmen oder in ihnen eine eigene Linie zu präsentieren. Wer die Überlegenheit des Staates gegenüber den Oligarchen anerkennt, kann bleiben. Wer das nicht tut, wird entweder ins Ausland geschickt oder verurteilt. Dieses Schicksal ereilt Michail Khodorkovsky, den Chef des Ölkonzerns Yukos. Er hatte Putin öffentlich kritisiert, eine eigene politische Linie vertreten.
Im Oktober 2003 wird er wegen Unterschlagung und Steuerhinterziehung verhaftet. Das Urteil? 9 Jahre Lagerhaft. Jukos wird verstaatlicht. Ein Nebeneffekt? Putin hat einen Widersacher weniger und die Kontrolle über den gigantischen Ölkonzern. Es wurden große Unternehmen gebildet, die der herrschenden Gruppe erlaubten, frei und außerhalb jeglicher parlamentarischer Kontrolle den riesigen Kapitalfluss neu zu verteilen. De facto haben wir es mit einem knallharten Staatskapitalismus zu tun. Die politische Macht der Oligarchen in Russland ist gebrochen. In anderen Staaten des ehemaligen Sowjetreichs gelingt eine ähnliche Konsolidierung der staatlichen Macht indes nicht. In Georgien hat die Popularität von Präsident Schewardnadze einen Tiefpunkt erreicht. Schewardnadzes Führungsstil wird immer autoritärer. Um an der Macht zu bleiben, lässt er im November 2003 Wahlergebnisse manipulieren. Ich sagte, dass wir diese Wahlergebnisse nicht akzeptieren werden. Und spontan forderten wir die Menschen zu einer Versammlung im Saal der Philharmonie auf. Es kamen 3-4 Mal mehr Menschen, als wir erwartet hatten. Wir spürten, dass Revolutionsstimmung im Land herrschte. Wenn Schewardnadze eine adäquate Entscheidung getroffen und neue Parlamentswahlen angekündigt hätte, hätte es gar keine Revolution gegeben. Leider kam Schewardnadze mit der Situation einfach nicht klar. Und deshalb führte er stur eine Parlamentssitzung durch. Wir wollten ihn daran hindern. Und so kam es zur Revolution. Rosenrevolution wird der Umsturz in Georgien genannt, weil die Demonstranten bei der Erstürmung des Parlaments eine Rose in der Hand halten. Präsident Schewardnadze muss zurücktreten. Michail Saakaschwili, der sich an die Spitze des Aufstandes gestellt hat, zählt zu denen, die Schewardnadzes Ruf nach Rückkehr aus dem Ausland nachkamen. Frisch aus den USA eingereist, will Saakaschwili fortsetzen, was Schewardnadze nicht gelang: Georgien demokratisieren und an den Westen heranführen. Die Rosenrevolution, die erste der sogenannten Farbrevolutionen in den Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion, ist ein Signal des Aufbegehrens einer neuen Generation. Russland beobachtet das mit Sorge. Viel lieber als den Aufbruch der ehemaligen Brudervölker nach Europa sehe man eine neue Partnerschaft mit ihnen. Die Ukraine ist in dieser Frage gespalten. Die Ostukraine ist mehrheitlich russisch oder pro-russisch. Die Westukraine mit der Hauptstadt Kiew strebt nach westlichen Werten. Wir schauen auf Europa. Viele unserer Ärzte fahren dorthin, um zu sehen, wie die Ärzte dort arbeiten. Natalia Gluschenko ist seit 25 Jahren Krankenschwester in einem Militärkrankenhaus. Die Ukraine zählt doch zum Zentrum Europas. Also sind wir auch ein europäisches Land. Wir wollen leben wie normale Menschen. An der Polarisierung in der Ukraine ist Russland aktiv beteiligt. 2004 unterstützt Putin persönlich den pro-russischen Präsidentschaftskandidaten Viktor Janukowitsch. Die Wahlen waren vorbei und dann stellt sich alles als eine große Fälschung heraus. Deswegen sind die Menschen auf die Straße gegangen. Gegen die Diktatur, für Menschenrechte, für die Veränderung der Machtverhältnisse. Zu Zehntausenden ziehen die Menschen auf den Maidan, Kiews zentralen Platz, und fordern eine Kursänderung. Weg von Russland, gen Westen. Mein älterer Sohn stand 2004 auf dem Maidan. Er war der Student. Studenten sind die Ersten, die Ungerechtigkeit spüren. So ist die Jugend. Die Wahl wird wiederholt. Dieses Mal gewinnt Viktor Juschtschenko. Ein Signal für den Westen, gegen Russland. Ein herber Dämpfer für Putin, dem jetzt immer klarer wird, dass er gleich mehrere Staaten des sogenannten nahen Auslands zu verlieren droht.
Bald darauf muss er einen weiteren Rückschlag wegstecken. Das leidige Tschetschenien-Problem kehrt zurück. Das Problem war, dass die Vertreter des globalen Islamismus absolut unversöhnlich waren. Genau diese Leute wurden zum Feind sowohl für Kadyrov als auch für die Zentralregierung in Moskau. Am 9. Mai 2004 verliert Moskau seinen treuen Verwaltungschef in Tschetschenien. Ahmad Kadyrov stirbt bei einem Bombenattentat islamistischer Rebellen. Tschetschenien droht, in die Hände islamistischer Separatisten zu geraten. Putin ist ein Mensch, der Beziehungen auf der persönlichen Ebene aufbaut. Und ich habe das Gefühl, dass Ahmad Kadyrov ihm gefiel. Das war wirklich ein außergewöhnlicher Mensch. Und als Ahmad Kadyrov getötet wurde, kam Ramzan in den Kreml zu Putin. Er flog sofort ein, im Trainingsanzug. Und die Umstände dieses persönlichen Treffens spielten natürlich eine große Rolle. Durch den Tod des Vaters gelangt Ramzan Kadyrov, noch keine 30 Jahre alt, an die vorderste Front der tschetschenischen Politik. Ich glaube, als Ramzan Kadyrov einmal gesagt hat, dass Putin ihm den Vater ersetzt hat, hat er weder gelogen, noch wollte er ihm schmeicheln. Putin braucht Ruhe in Tschetschenien und er braucht dafür Ramzan Kadyrov. Weitere Unruhen könnten auf andere Teilrepubliken übergreifen. Aktionen wie die Geiselnahme im südrussischen Beslan, mit der tschetschenische Terroristen ihren Forderungen nach Unabhängigkeit für Tschetschenien Nachdruck verleihen. Sie nehmen mehr als 1100 Schüler und ihre Lehrer als Geiseln und sperren sie 3 Tage ohne Essen und Trinken in der Schulsporthalle ein. Die Angreifer fordern den Rückzug aller russischen Truppen aus Tschetschenien, die Freilassung inhaftierter Kampfgenossen und den Rücktritt von Präsident Putin. Es war ein völliges Chaos, ein absolutes Chaos. Ich kann mich erinnern, dass auf den Straßen von Beslan während der Stürmung völlige Ratlosigkeit herrschte. Niemand wusste, was zu tun war. Es gab Fälle, wo Führungskräfte des Geheimdienstes schon nach einer Stunde wieder abflogen, aus Angst, Verantwortung zu übernehmen. Die stundenlangen Feuergefechte zwischen Angreifern und russischen Sondereinheiten münden schließlich in der Erstürmung des Gebäudes. Der Einsatz ist schlecht geplant. Im Verlauf der Kämpfe stürzt die Hallendecke ein. Die Bilder von flüchtenden Schülern in Unterwäsche erschüttern die Welt. Am Ende sterben 334 Menschen. Mehr als die Hälfte davon sind Kinder. Wie nach der Geiselnahme im Moskauer Theater versuchen die Sicherheitsbehörden, sich in der offiziellen Version der Ereignisse reinzuwaschen. Demnach hätten die Terroristen Verhandlungen verweigert und trügen die alleinige Verantwortung für alle Opfer. Es gab eine Chance zu verhandeln. Putin hat das aber abgelehnt und hat Hunderte von Leuten geopfert, darunter Kinder. Ich habe nicht vor, Putin zu verteidigen. Aber nach Beslan hat es derartige Geiselnahmen nicht mehr gegeben. Dort haben die Rebellen verstanden, dass man Russland so nicht zu Verhandlungen zwingen kann. Nach Beslan nimmt Putin gleich mehrere Reformen der 90er Jahre zurück. Die Gouverneure der zu Russland gehörenden Teilrepubliken werden nun nicht mehr vom Volk gewählt, sondern direkt vom Präsidenten vorgeschlagen. Ein Schritt zurück zum autoritären Staat. Wie nach jeder Tragödie suchen die Menschen Trost und Halt in der Kirche. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion füllt zunehmend die russisch-orthodoxe Kirche das ideologische Vakuum. 2001 haben wir den Status eines Priesterseminars erhalten. Zu uns kommen junge Leute, die sich wünschen, ihr ganzes Leben lang Gott und Kirche zu dienen. Wladimir Tschuwikin selbst hat sein Leben bereits zu Sowjetzeiten der russisch-orthodoxen Kirche gewidmet.
als bekennende Gläubige noch diskriminiert und unterdrückt werden. Die Studenten des Seminars werden Zöglinge genannt, weil die Erziehung an erster Stelle steht. An zweiter Stelle steht der Theologieunterricht. Dazu gehört das Studium der Heiligen Schrift, des Alten und des Neuen Testaments. Man lernt auch alte Fremdsprachen wie Altgriechisch und Latein. Wir leben hier wie eine große Familie. Alle kennen sich gut, alle kommunizieren miteinander. Wir haben gemeinsame Pflichten und Aktivitäten. Jetzt im Winter steht bei uns Schneeschippen an. Ich bin in einer ungläubigen Familie aufgewachsen. Zu Sowjetzeiten hatten sich die Menschen von der Religion entfernt. Ich selbst bin mit 16 das erste Mal in eine Kirche gegangen. Dort entschied ich mich, das theologische Seminar zu besuchen. Anfangs waren alle natürlich sehr überrascht. Sie wussten nicht, wie sie darauf reagieren sollten. Aber nach und nach konnte ich sie überzeugen, sich zu freuen, nicht traurig zu sein. Und dann, Gott sei Dank, fingen alle an, in die Kirche zu gehen. Mama wurde gläubig. Meine Tante auch. Mein Großvater ist aber leidenschaftlicher Kommunist und gibt nicht nach. Doch er hat mir schon gesagt, er sei ein russisch-orthodoxer Kommunist. Sehr viele Menschen in Russland ließen sich taufen. Es gab Tage, da waren es 40 Personen auf einmal. Jetzt ist die wichtigste Aufgabe die Sorge um die menschlichen Seelen. Denn viele halten sich für gläubige Orthodoxe, aber in Wahrheit leben sie gar nicht orthodox. Heute bekennen sich wieder mehr als 150 Millionen Menschen in den Nachfolgestaaten der Sowjetunion zur russisch-orthodoxen Kirche. Die Zahl der Menschen, die sich zu den Gläubigen zählen, ist seit 25 Jahren von 19% auf 75% gestiegen. Dabei glauben über 40% von ihnen nicht an Gott, auch nicht an das Seelenheil und nicht an das jüngste Gericht, also an alle diese Dogmen nicht. Um als gläubig zu gelten, reicht es schon, sich als orthodox oder russisch zu bezeichnen. Der heutige Staat ist sehr eng mit der Kirche verbunden. Er wendet sich der Kirche zu und erhält dafür eine zusätzliche Legitimität. Die Kirche ihrerseits unterstützt ihn, verpackt alles ideologisch, indem sie über die Auserwähltheit des Regimes spricht, wie es Patriarch Kirill tat, der Putins Erscheinen und sein Emporsteigen zur Macht zum Gotteswunder erklärte. Ich würde sagen, dass die Beziehung zwischen der Kirche und dem Staat heute wie eine Symphonie ist. So viel Freiheit hatte die Kirche in ihrer ganzen Geschichte noch nicht. Wladimir Putin, nach eigener Aussage zu Sowjetzeiten heimlich getauft, sitzt Mitte der 2000er Jahre fest im Sattel. Ein strenger Staat sorgt für Ruhe. Die neue Volksideologie ist der Glaube. Die Wirtschaft floriert. Mit Putins Präsidentschaft geht Russlands Rückkehr auf die internationale Bühne einher. Die Menschen haben verstanden, dass sie in einem autoritären Staat leben, dass die Wahlen inszeniert sind und die Demokratie beschnitten ist. Trotzdem waren sie damit einverstanden, weil der Wohlstand bemerkenswert anstieg. Man kann sagen, dass es Russland noch nie so gut ging wie in dieser Periode. Und natürlich wurde der wachsende Wohlstand mit der Politik von Putin verbunden. Eine dritte Amtszeit als Präsident ist Putin laut Verfassung nicht erlaubt. Jedenfalls nicht sofort. 2008 wird Dmitri Medvedev, einer von Putins Getreuen, zum neuen Präsidenten gewählt. Kaum gewählt, ernennt Medvedev Wladimir Putin zum Premierminister. Передавая сегодня Дмитрию Анатольевичу Медведеву
символ государственной власти, я желаю ему удачи и успехов. Поддержим его. Putin bleibt somit der Drahtzieher im Hintergrund, der seine Politik unverändert durchsetzt. Die internationale Finanz- und Wirtschaftskrise macht aber auch vor Russland nicht Halt. Russlands Ökonomie ist eine Monowirtschaft und hängt vollkommen vom Ölpreis ab. Alle handeln einfach mit Erdöl, wenn die Preise gerade gut sind. Sind sie aber niedrig, hat die russische Wirtschaft ein Problem. Das ist eine sehr schlechte Ökonomie. Bereits die Sowjetunion war stark von den Rohstoffpreisen abhängig. Russland ist es noch viel stärker. Die russische Wirtschaft fasst eine Monokultur. Zwei Drittel aller Exporterlöse erzielt das Land mit Erdöl und Erdgas. Das ist nicht nur eine schwache Wirtschaft, es ist auch noch eine periphere Wirtschaft, die vor allem andere Staaten bedient. In diesem Sinne hat Russland eigentlich keine eigene Wirtschaft. Um die umliegenden Staaten wieder stärker an sich zu binden, bietet Russland ihnen Erdöl und Erdgas zu Sonderpreisen an. Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Große machen abhängig. Russland benutzt die Wirtschaft als Druckmittel für politische Zwecke, um den ehemaligen Sowjetstaaten zu verbieten, Richtung Europa zu steuern. Belarus, Weißrussland, ist ein Beispiel dafür. Es ist ein Puffer zwischen Russland und der NATO und zudem ein Transitland für russisches Öl und Gas. Es gibt eine gegenseitige Abhängigkeit. Russland ist abhängig von Transitländern wie Belarus und der Ukraine. Durch diese Länder wird Gas und Öl nach Europa transportiert. Es gab immer wieder Streit über die Transitbedingungen. Alexander Lukaschenka und Wladimir Putin spielen dieses Spiel um Abhängigkeiten seit Jahren. Lukaschenka will beides behalten. Die günstigen Inlandspreise und die Unabhängigkeit von Russland. Putin duldet es, solange Belarus sich nicht gen Westen abwendet. Deswegen wiederholt er immer, dass Belarus der kleine Bruder ist und Russland der große Bruder und dass wir immer zusammenhalten werden. Diese Erklärungen von Lukaschenka gefallen der russischen Regierung und dank dessen bekommt Belarus eine beträchtliche Wirtschaftshilfe. Russische Subventionen machen 15-18% des belarussischen Bruttoinlandsproduktes aus. Diese ungeheuren Subventionen sorgen für eine relative Stabilität in Belarus. In 20 Jahren bekam Lukaschenka ungefähr 100 Milliarden Dollar. Aber nichts wurde damit erschaffen. Alles wurde geklaut. Russland übt im Gegenzug mit aller Kraft Druck auf Lukaschenka aus, um hier schwere Waffen zu stationieren. Für diese finanzielle Unterstützung müssen wir mit der Unabhängigkeit bezahlen und vielleicht sogar mit unserer eigenen Staatlichkeit. Und das hieße ein völliges Aufgehen in der russischen Armee, in der russischen Ideologie, in der russischen Welt. Noch nehmen die meisten Weißrussen die Vereinnahmung durch den russischen Nachbarn hin. Sie überlassen Alexander Lukaschenka den Balanceakt zwischen Solidaritätsbekundungen und Unabhängigkeit. Georgien entwickelt sich seit der Rosenrevolution binnen weniger Jahre zu einem pluralistischen, vergleichsweise gut funktionierenden Land. Das Steuersystem wird vereinfacht. Das Bankensystem und der öffentliche Dienst werden modernisiert. Das Straßenbild durchläuft eine Metamorphose. Michail Saakashvili, der neue Präsident, lässt das Zentrum von Tiflis renovieren.
Als die Rosenrevolution stattfand, begann auch ausländisches Kapital ins Land zu fließen. Es fühlte sich an, als würde eine neue Zeit anbrechen. Es gab große Visionen, dass aus unserem Land eine neue Schweiz oder ein Singapur werden oder ein Wirtschaftswunder eintreten würde. Tatsächlich begann der große Boom. Was früher 1 Million wert war, kostete jetzt 100 Millionen. Die Wohnungen in Tiflis waren teurer als in Moskau. Wir hatten einen enormen Kundenzuwachs und stellten neue Mitarbeiter ein, die gutes Geld verdienten. Den Blick gen Westen gerichtet, weg von Putins Russland, lädt Saakaschwili renommierte Architekten aus der ganzen Welt ein. Spektakelarchitektur als Zeichen einer neuen Zeit. Saakaschwili betreibt nicht nur Stadtbildkosmetik. Auch im Kampf gegen die Korruption in Politik, Bürokratie und Polizei ist er erfolgreich. Tausende korrupter Politiker und Staatsbediensteter werden verhaftet. Die gesamte Verkehrspolizei, 16.000 Mann, entlassen. Die Korruption wurde in den ersten 4 Jahren fast komplett besiegt. Irakli Alassanya dient von 2006 bis 2008 als Botschafter Georgiens bei den Vereinten Nationen. Im Jahr 2002 kommen US-Militärberater in die Kaukasusrepublik, um Georgien zu einem potenziellen Mitglied der NATO zu machen. Das Land verzehnfacht seine Rüstungsausgaben, um die veraltete Sowjettechnik zu ersetzen. Eine junge Generation von Offizieren rückte nun auf. Vielleicht fehlte ihnen Erfahrung, aber wichtiger war, dass sie ihrem Heimatland eine große Integrität entgegenbrachten. Außerdem wurde die Reform von den USA und anderen westlichen Ländern enorm unterstützt. Wir besitzen gut ausgebildete Streitkräfte, die auf NATO- und US-Standards agieren und die jede moderne Militäroperation durchführen können. Was das Militär und die Sicherheit angeht, ist Georgien bereit, Mitglied in der NATO zu werden. Sofort. Aber das bedarf einer politischen Entscheidung. Und wir haben verstanden, dass ein Beitritt auch an das Verhältnis zu Russland geknüpft ist. Es ist vor allem US-Präsident George W. Bush, der einen Beitritt Georgiens und der Ukraine zur NATO befürwortet. Das Ringen um die ehemaligen Sowjetrepubliken wird zum Kampf um Einflusszonen. Nach der Auflösung des Warschauer Pakts, des von Moskau geführten Militärbündnisses, streben die meisten ehemaligen Sowjetrepubliken eine Mitgliedschaft in der NATO an. Estland, Lettland und Litauen schließen sich 2004 dem Atlantischen Bündnis an. Woher kommt dieser Druck auf Russland? Obwohl es sich aktiv auf demokratischem Weg um liberale Reformen bemühte und eine liberale Wirtschaft aufbaute. Putin hat oft gesagt, wenn es keine ideologischen Differenzen mehr zwischen Kapitalismus und Sozialismus gibt, warum breitet sich die NATO dann im Osten aus? Auf der Münchner Sicherheitskonferenz 2007 kommt es zum offenen Konflikt. Putin kritisiert die NATO mit der Osterweiterung als direkte Bedrohung Russlands. Putin strebt einen Sicherheitsgürtel rund um Russland an. Dazu sollen auch Georgien und die Ukraine gehören. Der Westen, so die Meinung des Kreml, muss akzeptieren, dass dies unsere nationalen Interessen sind. Dass die Ukraine zum russischen Protektorat gehören muss, wie auch Belarus und wahrscheinlich auch Moldawien. Und auch ganz Transkaukasien muss unser Protektorat sein. Pavel Felgenhauer von der Zeitung Novaya Gazeta ist bekannt für seine kritischen, oft ironischen Urteile über Russlands politische und militärische Führung. Deshalb wird Russland die Ukraine niemals loslassen. Wir haben uns an ihr festgebissen, wie Bulldoggen. Wenn der Westen das anerkennt, wenn es ein Jalta II gibt, dann werden wir mit Europa zusammenarbeiten. Der NATO-Gipfel 2008 in Bukarest steht im Zeichen der Osterweiterung. Doch der russische Widerstand spaltet die Allianz. Am Ende steht ein Kompromiss. Georgien und die Ukraine werden vertröstet.
erhalten aber das Versprechen auf eine zukünftige NATO-Mitgliedschaft. Ein seit 1990 schwelender Konflikt in der russisch-georgischen Grenzregion ist neuer Zündstoff in der Auseinandersetzung zwischen den Systemen. Bereits seit dem Ende der Sowjetunion schwelen die Konflikte um die Unabhängigkeit der Regionen Abchasien und Südossetien. 2008 werden die Bewohner der Grenzregion zum Spielball größerer Interessen. Mein verbranntes Haus steht dort. Ich habe gelebt wie im Märchen. Ich hatte Zentralheizung, Bad, einen Weinkeller. Das ist davon übrig geblieben. Ein Stück Metall und der Kühlschrank. Ich musste alles mit erhobenen Händen aufgeben. Ich habe gar nichts mehr. Es gab nur Gutes zwischen uns und den Osseten. Wir haben gemeinsam gegessen und getrunken, sogar das Geld voneinander geliehen. Aber jetzt gibt es keine Hoffnung auf Versöhnung und keine Perspektive mehr. Die Grenze zwischen Georgien und Russland ist zur Grenze zwischen den Weltmächten geworden. Russland verbietet den Import georgischer Produkte. Die Georgier verhaften angebliche Spione. Der Konflikt schaukelt sich hoch. Es war offensichtlich, dass wir Schritt für Schritt in den Krieg mit Russland gingen. Ich zwang Saakaschwili dazu, den russischen Präsidenten anzurufen, um die Situation zu entschärfen. Während dieses Gesprächs sagte Wladimir Putin zu Saakaschwili sehr offen und ehrlich: Wenn die georgische Regierung in Abchasien und in Südossetien militärische Handlungen beginnt, werden die Russen auf jeden Fall mit der regulären Armee einmarschieren. Längst geht es um mehr als die Interessen von Abchasen oder Südosseten. Es droht ein Stellvertreterkrieg. Es wurde Hass und Streit zwischen zwei Völkern geschürt. Man durfte seine Verwandtschaft nicht besuchen, nicht Ossetisch sprechen. Sonst wurde man als Verräter bezeichnet. Man kann unsere damalige Lage mit Streichholz und Benzin vergleichen. Wir erwarteten täglich, dass etwas passiert. In der Nacht vom 7. auf den 8. August 2008 passiert es. Georgien marschiert in Südossetien ein. Historisch gesehen, so Saakaschwili, gehöre das kleine Land zu Georgien. Wladimir Putin interpretiert das als Angriff auf Russland und schlägt zurück. Er duldet keine Unruhe am Rande des Imperiums, erst recht nicht, wenn er die Grenze als Grenze zum Westen betrachtet. Mit diesem Krieg gegen Georgien zeigt Putin, wie ernst es ihm mit seinem Ziel ist, möglichst viele der ehemaligen Sowjetrepubliken festzuhalten, vom Westen fernzuhalten. Notfalls eben mit militärischer Gewalt. In diesem nur 5 Tage dauernden Krieg sterben 850 Menschen. Tausende werden verwundet. 24.000 Südosseten sind auf der Flucht. Gewaltig sind die Zerstörungen durch den russischen Angriff, auch auf dem Territorium Georgiens. Das Land verliert zudem die Unterstützung des Westens, der den Angriff verurteilt. Der georgische Traum von der NATO-Mitgliedschaft ist vorerst vorbei. Russlands Lehre aus dem Sieg im Kaukasus ist eine andere. Wer Stärke zeigen will, braucht eine moderne Armee. Es gab taktische und logistische Probleme. Wir sind damals in Georgien mit rostiger alter Technik einmarschiert. Die georgische Artillerie hat für zahlreiche Verluste gesorgt. Einige Male sind unsere Soldaten in Panik verfallen, als sie unter Beschuss gerieten. Die Truppe ist bei ihrem ersten Einsatz außerhalb der russischen Landesgrenzen seit dem Zerfall der Sowjetunion in erbärmlichem Zustand. Jahrzehntelang wurde die einstmals tragende Säule des Sowjetreiches vernachlässigt.
Nach dem Kaukasuskrieg kündigt Präsident Medvedev die schon längst überfällige Modernisierung der russischen Armee an. Wir haben mit so einem Krieg erst nach 2025 gerechnet, unter der Annahme, dass dann eine große Krise in der Welt ausbricht, Ressourcen knapp werden und Menschen in den unterschiedlichsten Ländern hungern müssen. Russland ist so groß und reich an Ressourcen, uns wird man von allen Seiten angreifen. Auf diese Zeiten müssen wir vorbereitet sein. Bei Putins Amtsantritt als Präsident betrug das Militärbudget gerade mal 4 Milliarden Dollar. Bis 2011 wird es schrittweise wieder auf 72 Milliarden Dollar erhöht. Die globale Finanzkrise von 2008 stoppt Russlands Aufschwung. Die Weltmarktpreise für Öl und Gas sinken. Ausländische Investoren reagieren beunruhigt auf die staatliche Einmischung in die Wirtschaft und auf den Georgienkrieg. Die heutige Krise hat keine äußeren Ursachen, sondern das Modell hat sich erschöpft, auf dem das Putin-Regime gründet. Die Verteilung der Erdölrenditen. Die berühmte Schere zwischen Arm und Reich geht in Russland extrem weit auseinander. In Moskau lebt es sich meist gut, in der Provinz dagegen nicht. Vor allem dort nimmt die Sehnsucht nach den alten Zeiten zu. In dieser Schicht gibt es nach wie vor eine Nostalgie nach der Sowjet- und Verteilungswirtschaft, nach staatlicher Unterstützung, staatlichen Aufträgen, Subventionen und steigenden Sozialausgaben. Nostalgie nach der Sowjetunion gibt es auch in Moskau. Sie zeigt sich in vielerlei Gestalt, zum Beispiel im Restaurant des berühmten Kaufhauses GUM. Unsere Kantine ist nach traditionell sowjetischem Vorbild konzipiert. Die Kassiererinnen tragen ein Servierhäubchen. Es gibt Tische mit Tischdecken und Blumen. Das ist der berühmte Automat, der zu Sowjetzeiten auf der Straße stand. Man konnte sich für 3 Kopeken Wasser mit Sirup kaufen oder für 1 Kopeke normales Wasser. Alle unsere Gerichte haben wir aus einem Buch für gesunde Ernährung, das noch aus der Sowjetzeit stammt. Das ist unsere Frikadelle Kiewer Art. Das ist ein traditionelles Gericht der Sowjetzeit. Wir haben ein spezielles Menü zum Tag der Heimatverteidiger. An diesem Tag wird ein traditioneller Brei mit Büchsenfleisch zubereitet. Die Männer, die in der sowjetischen Armee oder der russischen Armee gedient haben, kennen das Gericht. Das ist Tradition. Die Generation, die die Sowjetzeit kennt, gibt es noch. Deshalb ist dieser Ort so beliebt. Die Atmosphäre hier ist jedem vertraut. Auch viele Jugendliche kommen gern zu uns. Für sie ist es interessant zu erfahren, wie ihre Großmütter, Mütter und Väter gelebt haben. Wladimir Putin greift diese Sehnsüchte seiner Landsleute nach einem neuen Nationalstolz auf. Sowjetische Symbole und Traditionen werden wieder hervorgeholt. Die rote Flagge der Roten Armee, die Melodie der sowjetischen Nationalhymne, die Militärparade auf dem Roten Platz. Nach 18-jähriger Pause findet sie seit 2008 wieder statt, am 9. Mai, dem Tag des Sieges im großen Vaterländischen Krieg. Die Propaganda hat ihm den heiligen Schein eines charismatischen Führers aufgesetzt. Putin kämpft in diesem Bild gegen Bürokratie nach dem alten Modell. Der nette Zar und die schlechten Bojaren. Alles Gute im Land wird ihm zugeschrieben, alles Schlechte den anderen. Man hat verstanden, dass Medvedev ein reiner Ersatz ist.
Er wird nicht als selbstständiger Politiker wahrgenommen, sondern eher als Begleiter Putins. 2012 wird Putin erneut Präsident. Sein Platzhalter Medvedev gibt offiziell zu, genau so sei es geplant gewesen. Der Wiederaufstieg der Nation, Putin betrachtet ihn als sein Lebenswerk. Putins weißrussischer Kollege Alexander Lukaschenka ist seit 1994 im Amt. Sein autoritärer Führungsstil macht ihn für viele zum letzten Diktator Europas. Von freien Wahlen kann in Belarus seit 1996 keine Rede sein. Die Wahlen in Belarus werden von der Regierung kontrolliert und haben das Ergebnis, das vom Machtapparat vorbestimmt wurde. Gewählt wird, aber Polizei und Geheimdienst tun alles, um die Gegenkandidaten aus dem Weg zu schaffen. Unsere Kolonne, die hauptsächlich aus Jugendlichen besteht, bewegt sich ins Stadtzentrum, um vor dem Gebäude der Wahlkommission die Ergebnisse zu hören. Und plötzlich schneidet ein Polizeiauto die Kolonne auf der Straße. Dass ich absolute Immunität genieße, dass ich ein Präsidentschaftskandidat bin, interessiert nicht. Und als ich um das Auto herumgehen und weitergehen will, explodieren plötzlich Granaten. Es gibt eine Schießerei. Ich befinde mich auf einmal unter Füßen, unter Stiefeln, auf dem Schnee. Jemand schreit, man tötet den Präsidentschaftskandidaten. Jemandem wird das Gesicht verbrannt. Und in diesem Wahnsinn verliere ich das Bewusstsein. Nikolajew überlebt das Attentat. Die Tortur geht weiter, als er aus dem Krankenhaus entführt wird. Dann bin ich plötzlich im Krankenhaus in der Notaufnahme, wo ich nackt am Tropf hänge. Man schleift mich an den Beinen wieder raus in den Frost und es sind nicht minus 10, sondern minus 25 Grad. Da gehst du nicht davon aus, dass du überlebst. Wegen Anstiftung zum Massenaufruhr wird er zu 2 Jahren Haft verurteilt. Erst nach diplomatischem Druck aus Europa und einem Schlaganfall wird Wladimir Nikolajew aus dem Gefängnis entlassen. Auf diesen Kräften, die damals den Befehl ausführten, den friedlichen Widerstand 2010 niederzuschlagen, baut das Regime auf. Nach Wahlfälschungen bei den Wahlen zur Duma 2011 wächst auch in Russland die Unzufriedenheit, vor allem in der Mittelschicht. Und auch Russland greift nun wieder stärker auf eines der guten alten Mittel dagegen zurück, Repression und Gewalt. Viele Menschen, die besonders aktiv, geschäftstüchtig und gut ausgebildet waren, sahen keine Perspektive mehr für sich in diesem Land. Das Gefühl der Stagnation, des Stillstands war ziemlich stark. Die Unzufriedenheit mit der Situation führte zu den Massendemonstrationen. Bereits einen Tag nach Putins Wiederwahl beginnen die größten Proteste in der jüngeren Geschichte Russlands. Hunderttausende fordern nach mutmaßlichen Wahlfälschungen, auch bei Putins Wiederwahl, mehr Transparenz und Kontrolle. Das hat das Regime sehr erschreckt. Als Antwort darauf ließ es im zweiten Halbjahr 2012 zahlreiche repressive Gesetze verabschieden, welche die Tätigkeit von Nichtregierungsorganisationen umgehend einschränkten und die Opposition aus dem politischen Prozess praktisch ausgeschlossen haben. Es war eine hysterische Reaktion, wie sie für Leute mit FSB-Mentalität üblich ist. Sie suchen immer nach einer Verschwörung. Sie denken stets, dass das Land von Feinden umzingelt ist. Sie hassen jegliche politische Debatte und Offenheit.
Das Land hat begonnen, sich zu verschließen. Die Regierung antwortet mit Härte. Sie stellt quasi die sowjetischen Verhältnisse wieder her. Wer nicht dafür ist, ist dagegen. Kritiker der Staatsführung werden als Volksfeinde oder Feinde Russlands abgestempelt. Oppositionelle werden unter Beobachtung gestellt. In Weißrussland wurden die sowjetischen Verhältnisse gar nicht erst abgeschafft. Ein Mensch, der unter Beobachtung steht, hat mit einer Reihe von Einschränkungen zu leben. Ich habe kein Recht, das Land zu verlassen. Ich habe kein Recht, mich an Orten aufzuhalten, an denen Alkohol ausgeschenkt wird. Ich habe kein Recht, an großen Festen teilzunehmen. Sie haben entschieden, mich sozusagen stillzustellen. Nun sitze ich hier wie ein Dummkopf. Der 22-jährige belarussische Aktivist Pavel Vinogradov war bereits mehrfach in Haft. Da haben wir mit Freunden beschlossen, etwas Lustiges zu machen, also eine Widerstandsorganisation zu gründen. Die erste Aktion war, wir nahmen Plüschtiere, darunter auch Teddys, und stellten sie an einem belebten Ort gegenüber vom Regierungsgebäude auf und malten verschiedene lustige Plakate mit Sprüchen, so als ob die Plüschtiere demonstrierten. Auf den Plakaten stand zum Beispiel Freiheit für politische Gefangene. Ein anderer Spruch neben einem Plüschtier mit ausgerissenem Auge lautete, die Bullen haben mir ein Auge ausgerissen. So lustige Sachen eben. Diese Aktion fand durchaus eine ernstzunehmende Resonanz. Die Leute fingen an, Spielzeug dazuzustellen. Auch in Europa hat man damit begonnen, als Zeichen der Solidarität mit Belarus. Dass bald darauf auch in mehreren westeuropäischen Städten Teddybären aufgestellt werden, finden die weißrussischen Behörden gar nicht niedlich. Bei einer Protestaktion wird Vinogradov verhaftet. Wieder einmal. Wir kamen nicht lange damit durch. Schließlich haben sie uns ins Gefängnis gesteckt. Die Mächtigen hatten Angst vor Jungs, die in der Stadt Plüschtiere aufstellen. Das ist doch blöd. Man verurteilte mich zu 4 Jahren verschärfter Haft. So viele Jahre musste ich absitzen für absolut nichts. Da leidest nicht nur du, sondern auch deine Verwandten. Das ist das Allerschlimmste. Auch meine Frau hat 15 Tage im Gefängnis verbracht. Letztendlich haben wir im Gefängnis auch geheiratet. Ich trug Gefängniskleidung, kein Jackett, nichts, komplett in Schwarz, mit der Häftlingsnummer. Sveta war auch ohne weißes Kleid, ohne Schleier. Im Gefängnis ist Edelmetall verboten, deshalb gab es keine Ringe. Es war ziemlich trocken und nüchtern. Aber nichtsdestotrotz, das ist meine beste Erinnerung an die 8 Monate, die ich dort war. Auf Drängen der Europäischen Union wird Pavel Vinogradov aus dem Gefängnis entlassen. Jede Woche einmal muss er sich bei der Polizei melden. Verbannung aller Weißrussland. In Georgien wird die Kritik an Präsident Saakaschwili lauter. Der katastrophale Krieg in Ossetien ist nur einer der Gründe dafür. Ein weiterer ist der einstige Revolutionär selbst. In seiner zweiten Amtszeit verändert er sich. Er dachte nicht daran, die Führung anderen zu überlassen. Saakaschwili war stets darauf bedacht, das Land autoritärer zu führen, um seine eigene Macht zu erhalten. Kurz vor den Parlamentswahlen 2012 erschüttert ein Misshandlungsskandal in einem georgischen Gefängnis die Republik. Als die Aufnahmen von prügelnden Wärtern in die Öffentlichkeit gelangen, stellt sich die georgische Bevölkerung endgültig gegen Saakaschwili.
Alle wussten, dass etwas Schreckliches geschehen ist. Aber wir haben dem keine Beachtung geschenkt. Wenn du ein Problem hast, über das du hinwegsiehst, also systematische Folter im Strafvollzug, musst du es offenlegen, sonst wirst du zur Verantwortung gezogen. Nahezu alle politischen Kräfte des Landes vereinigen sich im neuen Parteienbündnis Georgischer Traum. Sein Programm? Saakaschwilis Absetzung. Statt die demokratischen Strukturen zu stärken, führte der Staat noch härtere Maßnahmen ein, um die Medien zu kontrollieren und plante, das Parlament unter seine Kontrolle zu bringen. So hatten wir eine starke, nahezu autoritär geführte Präsidialrepublik mit einem absolut unterwürfigen Parlament. Saakaschwili lässt die Proteste gewaltsam niederschlagen. Der Mann, der in den USA promoviert und als Anwalt gearbeitet hatte. Der Mann, der auf die friedliche Rosenrevolution so stolz war. Als wir mit unerwarteter Härte niedergeschlagen wurden, sagte der Westen praktisch nichts dazu. Er verlangte von Saakaschwili keine Rechtfertigung dafür. Wenn du als pro-westlich giltst, wird dir vieles verziehen. Wenn du als pro-russisch giltst, kann man dich schlagen, foltern und töten. Und niemand wird etwas dazu sagen. Diese Doppelstandards führten zur Frustration und Enttäuschung über die westlichen Werte. Bei den nächsten Parlamentswahlen siegt der georgische Traum. Michail Saakaschwili flieht ins Ausland. Nach der Euphorie der Rosenrevolution und dem sehnsuchtsvollen Streben nach Europa ist in Georgien Ernüchterung eingekehrt. Die auf Westkurs getrimmte Regierung Saakaschwilis wurde als repressiv und korrupt wahrgenommen. Nun herrschen zwar Freiheit und Demokratie, dennoch ist das westliche Wertesystem deutlich im Kurs gefallen. Guram Palavandischwili, in Zeiten der Not als Makler erfolgreich, hat eine neue Rolle gefunden. Als Moderator einer Fernsehsendung vertritt er eine westkritische und extrem konservative Haltung. Die Zivilisation weckt höhere Bedürfnisse, die zu moralischer Verkommenheit führen. Und diese Verkommenheit wird durch die Medien verbreitet. Nicht nur die Homosexualität, sondern jegliche Art der Verkommenheit, wie Konsum und Maßlosigkeit. Die Menschen sind darüber besorgt und denken, wir sollten weniger Geld bekommen und stattdessen lieber unsere Identität behalten. In Russland sind eine anti-westliche und vor allem anti-amerikanische Haltung fester Bestandteil der medialen Staatspropaganda geworden. Fast wie im Kalten Krieg. Ihr Ziel? Die Sicherung der eigenen Macht. In Europa werden die christlichen Werte überhaupt nicht mehr ernst genommen. Da wird eine neue Moral übergestülpt und die ist genau das Gegenteil von christlichen Idealen. Gott sagt, dass die Ehe ein Bündnis zwischen Mann und Frau ist. Und jetzt gilt auch gleichgeschlechtliche Beziehung als Ehe. Das ist Todsünde, eine schwere und unverzeihliche. Gott sei Dank, dass wir in Russland noch moralische und christliche Werte bewahren. Wenn wir davon abrücken, Gott bewahre, dann kommt es schnell zum Ende der Welt. Auf rhetorischer Ebene spielt die Kirche tatsächlich eine wichtige Rolle. Sie führt die Sprache des konservativen Traditionalismus an, die Rede über Antiwestlichkeit und antidemokratische Werte. Ununterbrochen, fast jede halbe Stunde, läuft eine mächtige antiwestliche Propaganda. Die heutige Phase antiwestlicher Stimmung ist bisher die längste und aggressivste. Die Propaganda holt all die Stereotypen und Klischees, die es schon in der Sowjetzeit über den Westen gab, wieder an die Oberfläche. Kritik am Westen, Versöhnung mit den Traditionen. Das gilt auch für den Umgang mit Tschetschenien.
Ramzan Kadyrov wird auf Vorschlag von Wladimir Putin zum Präsidenten von Tschetschenien gewählt. Das Land gilt als Beispiel einer gelungenen Reintegration in Moskaus Imperium. Man kann Ramzan mögen oder nicht, das ist klar. Aber er hat Ordnung geschaffen nach zwei Kriegen. Das hat eine große Bedeutung. Der Krieg ist seit 2009 vorbei. Die russischen Truppen ziehen ab. Ramzan Kadyrov verspricht Moskau, den Terrorismus in Tschetschenien zu bekämpfen. Dafür wird das Land mit russischem Geld wieder aufgebaut. Es ist die gleiche Vereinbarung wie zwischen Putin und Kadyrovs Vater. Subventionen als Gegenleistung für Stabilität. Für Ramzan sind der Wiederaufbau Tschetscheniens, der Bau von neuen Häusern, Straßen und allem anderen eine Frage des Prestiges. Er ist sehr bemüht, ein populärer Politiker zu sein. Für Leute, die Ramzan kritisierten, hat es schlecht geendet. Tschetschenien gilt nach jahrelangen Kriegen als quasi rechtsfreier Raum innerhalb der Russischen Föderation. Die Moskauer Führung schaut so lange wie es geht weg. Putin macht sich äußerst wenig Gedanken um Menschenrechte. Das ist nicht die ausschlaggebende Frage, an der er seine Politik ausrichtet. Rechte werden überall in Russland verletzt. In der Ukraine beginnt die vorerst letzte Runde im Kampf Russland oder der Westen. 2010 wählen die Ukrainer Viktor Janukowitsch zum Präsidenten. Auf der Suche nach Finanzhilfen wendet er sich an Moskau. Nach bewährtem Rezept bietet Putin an, die Gaspreise zu senken und für mehrere Milliarden Dollar ukrainische Staatsanleihen zu kaufen. Im Gegenzug soll Janukowitsch auf das Assoziierungsabkommen mit der EU verzichten. Putins nächster Versuch, die Ukraine an Russland zu binden. Die Folge? Proteste gegen Präsident Janukowitsch. Mehr als 500.000, manchmal sogar über 1 Million Menschen nehmen am sogenannten Euromaidan teil. Die Auftritte prominenter europäischer Politiker heizen den Revolutionsgeist weiter an. Sie werden als Zeichen der Solidarität verstanden gegen einen immer brutaler vorgehenden Staat. Ich war seit dem 24. November auf dem Maidan. Es war eine Demonstration für die europäische Integration. Niemand hätte erwartet, dass im 21. Jahrhundert so etwas geschehen könnte. Auf friedlichen Straßen, in einer friedlichen europäischen Stadt, sterben deine Freunde vor deinen Augen. Was als friedlicher Protest beginnt, wird durch das Eingreifen ukrainischer Spezialeinheiten zu einem Gewaltexzess. Was in mir vorging, ist schwer zu beschreiben. Ich stand unter Schock. Es gab Leute, die die Besinnung verloren hatten, mit aufgeschlagenen Köpfen, halb tot geprügelt. Mädchen standen unter Schock und kreischten. Bei uns war eine Oma, Alexandra Michailowna, sie war vielleicht 75 Jahre alt. Eine alte, harmlose Omi. Sie saß nachts um 3 mit uns herum mit einer kleinen EU-Flagge. Auch sie hatte einen Schock und rannte nur hin und her mit roten, verweinten Augen und schrie: Kinder, Kinder, Kinder. Am 18. Februar 2014 verwandelt sich die Revolution in einen Bürgerkrieg. Über 100 Menschen sterben. Wir haben hier übernachtet vom 20. auf den 21. Februar. Es wurde rundherum geschossen. Man hörte es genau. Am 19. Februar haben wir auch angefangen, Verwundete aufzunehmen. Das waren Jungs von der Miliz. Alle sehr jung. Wir behandelten sie schweigend. Einmal war hier ein junger Typ, der sagte: Wir beschützen euch doch.
Ich war irgendwie empört, sage zu ihm, wen und vor wem beschützen sie uns? Vor dem eigenen Volk dann wohl. Während des Aufstands flieht Präsident Janukowitsch aus dem Land. Im Chaos des beendeten Maidan-Aufstands übernehmen in der Ostukraine pro-russische Separatisten die Macht und können dabei auf politische und militärische Unterstützung aus Moskau zählen. Die Krim. Bis 1954 war sie russisch. Rund 70% der Bewohner sprechen muttersprachlich Russisch, mehr als die Hälfte sind Russen. 2014 entscheidet Wladimir Putin, die Rückkehr der Krim nach Russland zu arrangieren. In einem umstrittenen Referendum sprechen sich 96% der Krim-Bewohner dafür aus. Moskau nimmt das Votum dankend an, wissend, dass dies ein symbolschwerer Landgewinn ist, die Heimkehr eines geschichtsträchtigen Ortes. Dass es der Ukraine, zumindest vorübergehend, den Weg nach Europa verstellt und zudem den Widerstand im eigenen Land schwächt. Putin hat sehr geschickt mit den Ängsten gespielt. Seine Kreml-Propaganda sagte, schauen Sie sich an, was auf dem Maidan passiert. Dort wird geschossen, dort sterben Menschen. Möchten Sie eine Revolution in Moskau? Möchten Sie, dass hier Tausende umgebracht werden? Und die Menschen bekamen Angst. Der Preis, den Russland dafür zahlt, ist hoch. Der Westen reagiert mit Sanktionen. Die Krim-Krise ist die bislang schwerste Krise zwischen Russland und Europa. Als sich die Folgen des Ganzen zeigten und die Sanktionen eingeführt wurden, ist Ernüchterung eingekehrt. Es ist ein tiefer, sehr ernstzunehmender Pessimismus entstanden. Alle verstehen, dass Reformen Putins Macht bedrohen würden. Deswegen ist es eine Sackgasse, aus der es keinen Ausweg gibt. Russland wiederholt zu einem gewissen Grad all das, was die Sowjetunion vor ihrem Zusammenbruch durchlaufen hat. Die ernsten wirtschaftlichen Probleme, die Abhängigkeit von Rohstoffen, die Aggression nach außen. Die Ukraine ist heute für Russland das, was Afghanistan für die Sowjetunion war. Als sich die Sowjetunion damals in den Krieg einmischte, war das der Zünder der Krise. Mehr als 25 Jahre nach dem Ende des Sowjetimperiums strebt Wladimir Putin weiter nach Russlands Rückkehr. Mit mäßigem Erfolg. Die Annexion der Krim und der kaum verdeckte Interventionskrieg in der Ostukraine haben in eine Sackgasse geführt. Die Ukraine ist westlicher als je zuvor. Georgien und Weißrussland halten Abstand zu Russland. Und die Beziehungen Russlands zum Westen? Abgekühlt. Die Versuche, das alte Imperium zu erneuern, bislang sind sie gescheitert. Nicht zuletzt, weil Russland selbst die Kraft dazu fehlt. Vor allem aber, weil immer mehr Menschen in den reichlich 25 Jahren seit dem Zerfall der Sowjetunion die neuen Staaten nicht mehr als ehemalige Sowjetrepubliken, sondern als ihre neue Heimat, ihre Zukunft betrachten. Ich bin gar nicht scharf auf Europa. Wenn es hier normaler zuginge, wenn wir eine bessere Regierung hätten und bessere...